Flüchtlingsquote nicht erfüllt. Im Zuge der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern gibt es immer mehr Landkreise und Städte, die ihre Quote nicht erfüllen. So nehmen zum Beispiel das mittelfränkische Fürth oder auch Nürnberg weniger Asylbewerber auf, als sie laut Berechnungen sollten. Ein Grund dafür: zu wenig Platz. Immer wieder beschweren sich Flüchtlinge bayernweit über die Unterbringungszustände und fordern ein schnelleres Asylverfahren. Zuletzt in Nürnberg. Hier musste die Polizei unter anderem eine Blockade vor dem Bundesamt für Migration auflösen. In der Diskussion um den Bahnausbau in Bamberg scheint die sogenannte Ostumfahrung schlechte Karten zu haben. Sowohl die Deutsche Bahn als auch Oberbürgermeister Andreas Starke sprechen sich für einen Trassenverlauf durch die Domstadt aus. Während für die Stadt beim Bau einer Bahntrasse durch den Hauptmoorwald der immense Flächenverbrauch eine Rolle spielt, hält die Deutsche Bahn eine Durchfahrung Bambergs für effektiver. Als nächstes soll sich im Herbst der Stadtrat mit dem Thema befassen. Im Rennen sind neben der Ostumfahrung noch ein Ausbau der Bestandsstrecke und eine Tunnellösung. Fast ein Jahr nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie hat am Montag unter starker Medienbeobachtung in Regensburg das Wiederaufnahmeverfahren gegen Gustl Mollert begonnen. Der Nürnberger war 7 Jahre gegen seinen Willen in der Psychiatrie untergebracht. Sein Fall hatte die Justiz erschüttert. Mollerts Ex-Frau, die als Nebenklägerin beteiligt ist, war zum Prozessauftakt nicht erschienen. Das Landgericht hat für den Prozess 17 Verhandlungstage angesetzt und 44 Zeugen geladen, darunter zahlreiche Richter, Staatsanwälte und Gutachter aus vorherigen Prozessen und Ermittlungsverfahren. Mollert wollte sich vor Gericht nicht äußern, da ein psychiatrischer Gutachter dem ganzen Verfahren beiwohnt, der ihn auf diese Weise erneut begutachten soll. Am Mittwoch meldete er sich dann doch zu Wort. Er sagte seinem früheren Pflichtverteidiger, dass er keine Angst vor ihm zu haben brauche. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.